Guten Abend, liebes Publikum. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben. Auch wenn wir Sie gerne hier in dem herrlichen Lokal, in dem Jazzclub Kulturfabrik Schlot in Berlin-Mitte persönlich gehabt hätten, sind wir aber doch mit Ihnen verbunden über die Liebe zum Chanson. Musik überwindet Grenzen und Räume. Wir danken John Kunkeler, dem Leiter der Kulturfabrik, dafür, dass wir hier die Aufnahmen machen dürfen. Wir, das sind die internationalen Künstler aus Berlin und der Umgebung, und das ist der Verein Brassens in Basdorf, den wir beide hier heute vertreten, Marion Schuster und ich, Jürgen Günther. 2021 ist ein besonderes Jahr. Georges Brassens wäre 100 Jahre alt geworden und deswegen veranstalten wir ihm zu Ehren das Festival mit zwei mehrtägigen Veranstaltungen im Juni und im Oktober. Schauen Sie bitte auf unsere Internetseite, da werden Sie alle Informationen bekommen. Einfach in die Suchmaschine Basdorf und Brassens eingeben und schon sind Sie drin. Für die finanzielle Grundlage danken wir dem Landkreis Barnim und der Gemeinde Basdorf, ebenso wie unseren Sponsoren Sparkasse Barnim, die Basdorfer Entwicklungsgesellschaft, Rewe Siebert in Basdorf, die Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft und mehrere andere. Natürlich fehlen uns die Einnahmen für die Konzerte und deshalb bitten wir Sie, wenn es möglich ist und wenn es Ihnen gefallen hat, um eine kleine Spende. Bonsoir, cher public, bonsoir, chers amis de la chanson, chers amis de Brassens. Nous sommes heureux d'être là. Et c'est grâce à John, ici, qui est le gérant du Schlot, de ce local que vous voyez, et grâce à Surmesure, cette structure à Berlin, avec Amandine Thiriet et Pierre-Jérôme Adjic, que nous puissions faire ce festival. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Chez nous, à Basdorf, rien n'était possible. Et c'est uniquement cette possibilité de faire un concert en streaming qu'on soit liés, vous et nous, et que vous puissiez nous voir donc, devant ou derrière vos écrans. Je voudrais parler un petit peu du teaser que vous avez vu sur Internet, enfin sur YouTube. Le teaser représente un très bel arbre, un pin très joli et d'ailleurs illuminé par le soleil à ce moment-là juste. Et c'est un arbre qui a sans doute déjà vécu au temps de Brassens. Cet arbre, donc, il était sur une colline, ou il est sur une colline, à proximité sans doute de la baraque 26-5, où Brassens a dû vivre en estio à Basdorf. Et Brassens, qui aimait tant les pins parasols, ben on va lui dédier ce pin. Il y aura une plaque Brassens devant cet arbre magnifique qui fait un grand effort pour être un petit peu pin parasol. Et je voudrais aussi remercier les musiciens qui font vivre ce festival, les musiciens de l'ouverture, mais bien sûr tous les musiciens, tous les artistes qui font vivre notre festival. Et sans musique, on ne peut pas vivre. Sans culture, on ne peut pas vivre. Donc merci à eux, aux musiciens, aux artistes. Et merci aussi à ceux qui nous rendent possible financièrement ces festivals. C'est le Landkreis Barnim, c'est la communauté de communes de Wandlitz, c'est aussi Basdorf, et bien sûr beaucoup de sponsors dans la région. On vous remercie beaucoup parce que sans vous, ce ne serait pas possible. Et
je voudrais aussi vous dire que le bonheur qui est apporté à tous les gens, à nous tous, grâce à la musique, à ces festivals, ben, on peut le partager maintenant ensemble, même si vous êtes loin. On est liés par la musique crée des liens. Vous êtes donc là, même si vous n'êtes pas sur place. Et ça, c'est formidable, ça, c'est génial. Une très bonne soirée. Einen sehr schönen Abend. Guten Abend. Wir freuen uns mit euch, dieses erste Eröffnungskonzert zu verbringen, auch fern. Und unsere erste Musikerin heißt Isabel Neuenfeld. Sie spielt Akkordeon und singt. Sie singt unter anderem Tom Waits. Sie hat Gedichte von Erich Mühsam vertont. Und sie hat zahlreiche eigene Lieder geschrieben und sich ein großes Repertoire klassischer und moderner französischer Chansons erschlossen, mit dem sie ihr Publikum fasziniert. Notre première musicienne s'appelle Isabel Neuenfeld. Elle chante et joue de l'accordéon. Elle chante entre autres Tom Waits. Elle a écrit elle-même des mises en musique de Erich Mühsam et de nombreux autres morceaux. Et elle s'est composée un très gros répertoire de chansons françaises. Nous vous laissons découvrir Isabel Neuenfeld. Bonsoir, guten Abend, liebe Menschen in nah und fern. Es ist ja die Gelegenheit, jetzt mal mit diesem niedlichen, kleinen, großartigen Brassens-Festival die ganze Welt zu erreichen. Ich stehe auf einer richtigen Bühne mit echten Lampen, das bin ich gar nicht mehr gewöhnt, ich bin jetzt schon schweißgebadet, in einem schönen Schlot, den ich gar nicht mehr wiedergefunden habe, weil ich so lange nicht hier war. Und wer fehlt, das bist du. Liebes Publikum, jetzt versuche ich, dich trotzdem zu erreichen mit einem Lied von Georges Brassens, denn um den geht es hier heute und überhaupt das ganze Wochenende. Eines der ersten Lieder, was ich von ihm gelernt habe, es geht um einen Akkordeonspieler. Nicht ohne Zufall, nee. Nicht ohne Grund habe ich das Lied ausgewählt. Ich habe ja jetzt auch ein Akkordeon, schon eine Weile. Dieser Akkordeonspieler, um den es aber geht, in dem Lied von Georges Brassens, der konnte göttlich spielen. Einfach großartig. Straßenmusiker, aber einfach so ein richtiger Typ. Leon ist sein Name. Leon ist gestorben vor 15 Jahren schon und an der Ecke, wo er immer gesessen hat mit seinem Akkordeon, da schwebt immer noch seine Musik in der Luft. Und seine Kumpels, wenn die vorbeikommen, dann lachen die, um nicht zu weinen und denken an den alten Leon. Also er konnte richtig gut spielen. Na? Il y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon. Que tu es parti au paradis, l'accordéon. Parti ventré, voici le bastringue et la chevaux. Avec un des droits de cité, Quinze ans bientôt, musique au dos, tout en allait mener le bal à l'amicale feu folle. On s'est asile par son Cécile, par
Paris sans arrêt. Mais les copains, si le sapin, le casserait en rigolant pour faire semblant d'être un cas. Et dans nos cœurs, pauvres jeunes, quand rien, il fait ma foi pour. Wärst du schon wieder da, liebes Publikum? Es täuscht. So, ein zweites Lied habe ich ausgesucht. Es ist ein sehr persönliches Lied, aber letztendlich hat diese ganze Geschichte mir auch Passants beschert. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, es erklärt sich auch nicht im Lied. Fängt Feuer und es scheint mir ungeheuer, wie die Toaster mit den Dingen von Anfang an zusammenhängen. Ja, das war es jetzt eigentlich noch nicht. Denn als mein Toastbrot röstgerät, du, dich erreiche ich ja jetzt vielleicht auch, fällt mir gerade ein. Denn es geht ja um die Welt. Denn als mein Toastbrot röstgerät, du zum ersten Mal erspäht, da sah ich deinen Blick erbleichen. Denn mein Toaster schien dir in seiner Trivialität ein Zeichen. Denn bei dir hast du den gleichen. Ein erstes Zeichen. Im Außen von Gemeinsamkeit, wo doch jeder einer anderen Welt entstand, waren unsere Toaster, so erhielten sie symbolischen Gehalt. Und das bis heute, wo der meinige entflammte. Mein Toaster brennt. Keine Wind, alles verbrennt.
schöne Toaster und die schönen Illusionen. Mein Toaster ist nun also nicht mehr sinnvoll einzusetzen. Und wen wundert's, dass er gerade heute wagt, mich zu versetzen? Und ums Gehen geht er nicht aus, nein, er versucht, dem ganzen Haus mit seinem fulminanten Abgang zuzusetzen. Heute Nacht bist du gegangen, heute früh lodern die Flammen. Was wir hier sehen, ist ein Stellvertreterband. Was keiner sieht, mein brennend Herz, mein Toaster spiegelt nur den Schmerz. Und ein Weilchen brennen beide still zusammen. Mein Toaster brennt. Äquivalent zur aktuellen Lage meiner Emotionen. Kein Happy End, alles verbrennt. Der schöne Toaster und die schönen Illusionen. Statt knusprigem Toast spendet er mir heute Trost und mich rührt seine Bereitschaft dabei alles zu riskieren. Der Toaster brennt erst, später qualmt er nur noch. So ist der Verlauf der Gegenstände und ihrer Brände. Und so wie du mich, gibt mein Toaster heute sich selber auf. Das Frühstück ist zu mein Toaster brennt, äquivalent zur aktuellen Lage meiner Emotionen. Kein Happy End, alles verbrennt. Der schöne Toaster und die schönen Illusionen. Mon Toaster crame im Flor. Un talon à la pension de mes émotions. Enfin infâme, personne. Le croque monsieur va être croqué mes illusions. Nimm's mir nicht übel, wirklich brennend interessiert. Hat denn dein Toaster im gleichen Maß sensibel reagiert? Hat ihn ein Kurzschluss hingestreckt? Oder ist er einfach weg? Oder serviert er etwa weiter Toast als wäre? Schöne Toaster und die schönen Illusionen. Mon Toaster crame, un drôle de drame. Equivalent à la tension de mes émotions. Enfin infâme, personne. Le croque monsieur a escroqué mes Berlin. Er spielt Gitarre sehr toll und er singt auch auf Deutsch. Er singt seine eigenen Lieder und auch viele Lieder von der ganzen Welt. Lutz Keller ist ein Gitarrist et chanteur de Berlin qui chante ses propres chansons et aussi les chansons du monde entier qu'il interprète aussi à la guitare. Lutz Keller. Hallo Welt. George hat einen runden Geburtstag und wir dürfen uns momentan nicht alle live treffen. Und trotzdem muss ich euch sagen, meine Güte, ich habe ein Dach über dem Kopf und der Kühlschrank ist voll und ich bin gesund, also mir geht's gut. Mir geht's gut, ich werde gerade durch tolle Züche. Mir geht's gut. Man nicht die dummen Sprüche. Und wenn der Gaul durchhält,
doppelt so gut. Er war doppelt so gut. Mir geht's gut. Ich segle gerade um Kap Horn. Mir geht's gut. Augen auf, Blick nach vorn. Und wenn der Kahn mich absäuft und alles bestens läuft, dann geht es mir am Morgen einfach doppelt so gut. Einfach doppelt so gut. Einfach doppelt so gut. Einfach doppelt so gut. Und ich fast zu Ende, das waren schon 50% des Dargebotes. Und, na klar, George hat Geburtstag. Also singe ich dem George eines seiner Lieder vor, in meiner Muttersprache. Bei ihm heißt das Lied Putain de toi. Bei mir heißt das Du verdammtes Aas. Ich habe das mit Hilfe sprachlich begabter Menschen übersetzt. Und war dann sehr amüsiert, als auch Muttersprachler sich bei manchen Redewendungen gar nicht einig waren, was das so im Einzelnen immer eigentlich dann heißen könnte. Tatsächlich. Aber warte mal, erstmal müssen wir die Gitarre noch ein bisschen höher legen. Okay. Irdisches Glück war mir verwehrt als Träumer. Ich zählte Veilchen in die Nase, ihr Duftschoss, sang für mich selbst und pflegte Katzensteuern. Du verdammtes Haas, kann doch nicht sein. Ich hab's, hab's Schein. Danke, Lesen. Du verdammte
Es tat Sinn irgendwie, raubtierartig, auf Samtpfoten hattest du sofort mein Herz besetzt. Glücklicherweise warst du gar nicht fertig, die Tugend, die hattest du wohl lange schon versetzt. Du verdammte Moritos, das ist David und Maria Moch. Sie kommen aus Berlin, sind beide Heilpraktiker und haben zusammen 3 Kinder. Sie singen nicht nur auf Französisch, auch auf Deutsch und sie singen auch viele Lieder von Weltmusik. Voici les Moritos, David et Maria Moch, qui viennent de Berlin, qui sont tous les deux naturopathes. Ont 3 enfants et interprètent, vous allez voir, aussi bien des chansons françaises, allemandes qu'ils ont écrites ou des chansons du monde entier. Les Moritos. Brassens strömt nicht gerne mit der Masse mit. Und wenn Pauken und Trompeten zum Gleichschritt aufgerufen haben, dann hat er sich die Decke über den Kopf gezogen. Und er wusste ganz genau, dass es nicht gerne gesehen ist, wenn man seine eigenen Wege geht. Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, je reste quoi? Je ne passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant les chemins de petits bonhommes, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que.
Tout le monde me dit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. In dem Dorf, durch das wir gehen, bin ich nicht so gern gesehen. Ganz egal, was ich auch tu, die Leute geben keine Ruhe. Dabei tue ich niemandem mein Leid, hab meine Geschichte, meine Eigenheiten. Aber die Leute finden es nicht gut, wenn man andere Dinge tut. Nein, die Leute wollen es nicht sehen, wenn wir eine Wege gehen. Alle Zehner zeigen spitz auf mich, an die eigene Nase greifen sie nicht. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la pâtée pour pas le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-jottes. Ça va de soi. D'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Dabei tue ich niemandem mein Leid, hab meine Geschichte, meine Eigenheiten. Aber die Leute finden es nicht gut, wenn man andere Dinge tut. Nein, die Leute wollen es nicht sehen, wenn wir eigene Wege gehen. Alle Finger zeigen spitz auf dich, an die eigene Nase greifen wir nicht. Merci, petit joli public. Wir brauchen eine kleine Stimmung. Das nächste Lied braucht keine Ansage. Es spricht für sich selbst. Ach, wenn's doch Mode wäre, sich zu lieben. Sich einfach so zu lieben, wie man ist. Sich nicht für fremde Werte zu verbiegen, weil das Leben viel zu kostbar ist. Sich nicht für fremde Werte zu verbiegen, weil das Leben viel zu kostbar ist. Doch hier könnte es mehr sein, da weniger schwer sein. Die Krause wird glatt und die Glatte wird's kraus. Alles modern ist, obwohl es uns fern liegt, reißen wir die Haare mit den Wurzeln. Autsch! Ach, wenn's doch Mode wäre, selbst zu denken, weil selber denken so befreiend ist, sich mit seiner strengen Schönheit zu verschenken, weil man nun einmal man selber ist, sich mit seiner strengen Schönheit zu verschenken, weil
dann gehen wir kaufen, das muss sein, alles da. Wunderbar, doch innen drin ziemlich leer und noch mehr Zeug muss her. Geh wieder kaufen, das muss sein, alles da. Wunderbar, doch innen drin immer noch leer und noch mehr Zeug muss her. Ach, wenn's doch endlich Mode wird zu fühlen. Zu fühlen, was uns in Wahrheit fehlt. Auf die Stimme hören, anstatt sie wegzuspülen. Dann wüssten wir schon bald, was wirklich zählt. Auf die Stimme hören, anstatt sie wegzuspülen. Dann wüssten wir schon bald, was wirklich zählt. Doch dieser war blöd und jener war gemein. Und immer scheinen andere an allem schuld zu sein. Und doch dieser da ist blöd und auch jener ist gemein. Und schon wieder scheinen andere an allem schuld zu sein. Ach, wenn's doch endlich Mode wird zu hören. Erst auf das Herz und dann auf den Verstand. Keine Ängste, Schürer könnten uns beschwören. So manchen Berliner hätten wir erkannt. Manchen Blender hätten wir erkannt. Und plötzlich lieben wir ohne Bedenken uns selber und den anderen, wie er ist. Haben jede Menge Schönheit zu verschenken, weil so das Leben liebenswerter ist. Haben jede Menge Schönheit zu verschenken, weil so das Leben liebenswerter ist. Walid Abash und Itai Rosenbaum. Walid kommt aus Aleppo in Syrien. Er ist in Berlin gekommen vor einigen Jahren und hat neben Basdorf gelebt. Und jetzt singt er, hat schon mehrere Preise gewonnen und er studiert auch. Und er singt Brassens auf Deutsch, Französisch und Arabisch und auch viele andere schöne Lieder. Und er spielt mit Itai Rosenbaum, der aus Jerusalem kommt und er hat in ganzer Welt studiert und gearbeitet. Walid und Itai. Walid et Itai, Walid Abash, vient de Syrie. Il est arrivé à Berlin il y a quelques années. Il a vécu à Basdorf quelques années où il a découvert le festival Brassens. Et maintenant, il est devenu chanteur. Il a déjà gagné de nombreux prix. Et il étudie aussi à Berlin. Il chante, vous allez voir, Brassens en allemand, en français, en arabe et plein d'autres merveilleuses chansons. Il est accompagné d'Itai Rosenbaum, qui vient de Jérusalem et qui a travaillé aussi bien en Israël que dans plein d'endroits du monde. Et ensemble, ils forment un duo fantastique. Walid Abash et Itai Rosenbaum. À l'ombre du corps de mamie. À l'ombre du corps de mamie. À l'ombre du corps de mamie. Un oiseau s'était endormi. Un oiseau s'était endormi. Un jour que le feu s'essembla d'être la belle à bois dormant. Et moi me mettais à genoux. Et moi me mettais à genoux. Bonne feu seul, regarde-nous. Sur ce corps, je voulais poser une manière de baiser. Allez, cette oise de malheur, allez, cette oise de malheur.
Das nächste Lied ist auf Kurdisch und heißt Brindarm. Oy, bir halim oy, bir indarım oy.
Sängerin und Schauspielerin in Berlin. Ich habe in 2019 mein erstes Album veröffentlicht, das heißt Contretemps. Und heute spiele ich mit Nicolas Mialoc am Klavier, ein Jazz-Klavierspieler. Donc je suis Amandine Thirier, je suis une chanteuse française et comédienne française qui vit à Berlin. Et j'ai sorti il y a 2 ans mon premier album qui s'appelle Contretemps. Et je joue aujourd'hui avec Nicolas Mialoc au piano. Parmi miracle, par enchantement.
front ou sur ses cheveux blancs, assemblant d'accords de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. Also, unser nächstes Lied ist ein Lied, das ich geschrieben habe. Das heißt Le Jeune Soldat. Und es ist eine echte Geschichte von dem Zweiten Weltkrieg zwischen einem Soldat, einem deutschen Soldat und einer jungen Frau, französische Frau, die Freunde geworden. Donc c'est la chanson qu'on va jouer maintenant s'appelle Le Jeune Soldat. C'est une chanson que j'ai écrite, qui est dans mon album. Et vous allez voir, c'est une vraie histoire d'amitié entre une jeune fille française et un soldat allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Arrivé épuisé dans ce petit café, tu t'es senti soudain incroyablement bien. Elle n'était pas faite, tes longues jambes fluettes, pour tenir au combat et avancer au pas. Quand la petite Andrée est apparue légère, elle essuyait les verres, tes larmes sont montées. Tu croyais voir ta sœur dans ses cheveux bouclés, ça te chauffait le cœur et te faisait pleurer. Tu serais bien resté, petit soldat des Seines, dans ce village français, oubliant toutes les haines. Sie sind ähnlich aus wie deine kleine Schwester, mit ihrem langen Haar, die so weit weg dann war. Wärst du einfach geblieben, um den Krieg mehr zu erleben, um nur Liebe zu fühlen. Quand il est arrivé avec son régiment, tout armé et casqué et pourtant différent, ce bon visage d'ange aux yeux comme égarés parlait un peu français et semblait te chercher. Jouait de l'accordéon, elle avait un vrai don. Il était si touchant, ce jeune soldat allemand. Quand tu voyais ses larmes, tu oubliais les armes. Tu lui as tricoté un joli cache-nez pour qu'il parte vers l'air.
su ce qu'il est devenu. T'a-t-il donné la force, ce soldat si perdu, de combattre la guerre, de tenir en enfer. Déjà une résistance, renoncer au non-sens, prenez la tolérance, partagez les souffrances. Une amitié volée dans ce petit café, les combats et la guerre, qu'en aviez-vous à faire? Et l'espace d'un instant, vos deux regards d'enfant, on se met à jamais un brin d'humanité. Et on va bei der Lande, in einem Augenblick seid ihr Freunde geworden. Vous étiez deux enfants, perdus dans la tourmente de cette guerre. Also, immer mit Thema Deutsch-Französisch, aber diesmal von heute. Das nächste Lied ist noch ein Lied von mir und das heißt Les Enfants de Berlin, Die Kinder von Berlin. Donc encore une chanson de moi, toujours sur le thème franco-allemand, mais cette fois sur les enfants de Berlin. Qu'on protège, qu'on adore, qui passent toute leur journée dehors, dans des chapelettes immenses faites exprès pour eux, des enfants dont la chance est d'être ici chez eux. Mais que vont devenir tous ces bambins? Vont-ils reconstruire le monde de demain? Que vont devenir tous ces petits, tout gonflés d'amour, de confiance, de vie? Qu'est-ce qu'ils en feront de leur liberté? D'envoyer tout valser, ou bien au contraire de tout réinventer. Des bébés en landau qu'on amène partout, et dont les parents, de jeunes fous, souvent des artistes, chômeurs ou freelance, ont adapté leur temps à celui de l'enfance. Des petits qui pratiquent très tôt la musique, le yoga, la peinture, le cirque acrobatique, parlent deux ou trois langues, maîtrisent leur vélo. Also was werden die Kinder
später. Vielleicht werden Sie einfach blöd. Oder als wir sagen in Französisch oder in Südfrankreich überhaupt, ils vont devenir con. Ça commence très tôt. Das beginnt sehr, sehr früh. Das sagt Georges Brassens. Wenn wir con sind, das ist von immer bis immer. Le temps ne fait rien à l'affaire. Tous les jeunes blancs mecs prennent le vieux mec pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi, qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre nous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Zusammen auf einer Insel gehen, sollen wir nichts rausschmerzen, alles mitnehmen. Das sagt das Lied. Sans ses cheveux qui volent, j'aurais dorénavant folle à voir d'où vient le vent. Tout est
sang, sa gorge, ma tête, dépourvu de coussins. Reposerai par terre et rien n'est plus malsain. Tout est bon chez elle, y'a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Die Melodie ist von Marco Tudiziani, weil ich für das Album mit, auch mit italienischen Musikern gearbeitet, die nächste Mal im Festival Brassens kommen werden. Und wir haben zusammen dieses Album gearbeitet und auch mit Nicola. Und ja, und das heißt Fern. Fern wie die Fernsehturm, der Fernsehturm auf Deutsch, aber auch wie weit weg. Donc le, ma prochaine chanson est à nouveau une chanson de mon album Contretemps, dont j'ai écrit le texte, mais dont la mélodie est de Marco Tudiziani, un musicien italien avec qui j'ai fait cet album et avec qui je travaille et qui viendra au prochain rendez-vous du festival Brassens. Et cette chanson s'appelle Fern, à la fois comme la Fernsehturm, la tour de télévision de Berlin, mais aussi Fern, ça signifie loin. Et c'est une chanson d'amour pour Berlin. Tour ce matin, où dans sa boule anthracite se reflétait soudain, où les rayons argentés d'une lumière timide, les rayons effacés d'un doux matin d'été, elle était si petite. Notre tour ce matin, quand les nuages dessous l'ont absorbé, je voyais ma ville et je voyais mes rues. Bonheur, réduisant pointillé, je voyais ses repères.
respire en bas sont mes secrets. Elle était fantastique, notre tour ce matin. Ouh, elle dressait puissante au-dessus de Berlin. Danke sehr, dass ihr mit uns diesen Abend verbracht habt. Ihr habt uns gefehlt, aber ihr wart da und das war super. Wir freuen uns, diesen Abend mit euch verbracht zu haben. Ihr könnt noch die Künstler unterstützen. Es gibt einen Online-Shop. Die Adresse ist unten in der Beschreibung. Oder ihr könnt auch, das Festival unterstützen. Es gibt eine Trinkgeldmöglichkeit. Die Adresse ist auch in die Beschreibung unten. Und wir sehen uns im Juni, von 17. bis 20. Juni. Wir sehen uns für unser nächstes Termin im Festival Basdorf. Brassens in Basdorf und das wird hoffentlich mit Publikum. Und auf jeden Fall gibt es auch Film. Bye bye und danke, danke sehr und bis bald. Alors merci, merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec nous. Vous nous avez manqué en vrai, mais nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous voulez soutenir les artistes ou le festival, c'est possible. Pour les artistes, il y a une boutique en ligne. Certains des artistes de ces soirées ont des CD. Vous pouvez les commander, vous pouvez les acheter. L'adresse est en dessous dans la description. Pour soutenir le festival, nous avons mis en place une cagnotte, une sorte de pourboire. Et vous pouvez, si vous voulez, déposer un don pour soutenir le festival. L'adresse est également en dessous dans la description. Nous nous voyons, nous l'espérons, en juin. En juin, ce sera la suite du festival du 17 au 20 juin à Basdorf, la suite du festival Brassens in Basdorf. Et nous l'espérons cette fois avec du public. Merci, merci beaucoup et à bientôt.
За корабли меняли курс, но этот шел не дуя в уст, и хоть как время бороздя, время бороздя. Рутинный пруд он в кузе был, и с этих пор плывет, как плыл по курсу. Главные друзья, главные друзья. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpéna sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est flou. Tu vas avec merveille, c'était pas la littérature, non, mais présent le temps de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada.